und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute eine Augenbrauenroutine für euch, das sehr viele nachgefragt haben. Und ja, deswegen würde ich sagen, bevor ich jetzt wieder viel zu viel Virus zu euch rede und wieder nicht weiß, was ich hier gerade eigentlich laber, weil ich eigentlich nur sowieso mich nur verspreche, wenn ich so viel rede. Deswegen, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an und ja, wundert euch nicht wegen dem Hintergrund. Ich habe jetzt extra einen weißen Hintergrund, also meine Wand genommen, weil der Kontrast, wenn ich euch jetzt ich hole euch jetzt näher ran wegen meinen Augenbrauen, damit ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Und ja, ich merke, ich laber und laber und laber, ich höre nicht auf. Enya, egal, wir fangen einfach an. So, ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt und ja, das sind meine Augenbrauen. Wundert euch nicht wegen meinen Pickeln. Ja. Das ist ein bisschen komisch, wenn ich so nah an der Kamera dran bin. Da sieht man ja auch nicht so toll aus, ich weiß. Deswegen, auf jeden Fall, ich bürste jetzt erstmal meine Augenbrauen durch, damit das nicht so unordentlich ist. Wie gesagt, ich muss sie wieder hier zupfen, wie man sieht. Ja, ich finde, ich habe eigentlich schon eine recht schöne Form, deswegen ich muss eigentlich gar nicht so viel machen. Ich benutze das Eyebrow Set von Catrice, das ist das hier. Und hier zeige ich euch mal die Farben. Und zwar sind das die zwei Farben und ich benutze immer das Dunkle, also das Helle nie. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Und achtet nicht auf meine Nägel, die sind nicht so schön. Ich muss bald wieder meine Nägel machen lassen. Auf jeden Fall gehe ich in der dunklen Farbe und benutze einen abgeschrägten Pinsel. Das ist jetzt keine Marke, das ist einfach nur so ein Billigpinsel. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach im Schnellverlauf, wie ich das Ganze mache. Wie gesagt, also ich ziehe erstmal oben immer so eine Linie. Ihr seht ja hier die Form, die ziehe ich. Mache das vielleicht ein bisschen länger und fülle das Ganze aus. Und nochmal unten und fülle das auch hier nochmal schön aus. Werdet ihr jetzt sehen und ja, viel Spaß. So, das sind meine Augenbrauen. Wie gesagt, ich mache eigentlich gar nicht viel, weil ich halt schon die Form habe. Man muss halt immer auch gucken, wie man sich die Augenbrauen zupft. Wenn man viele Augenbrauen hat oder dicke, kann man die sich eigentlich schön zurecht zupfen, finde ich. Ich meine, ich habe jetzt nicht allzu viele, aber ich habe die Form schon eigentlich sehr schön. Ich muss eigentlich nur ausfüllen. Wie gesagt, wenn ich richtig Zeit habe und Lust, konturiere ich das manchmal. Also ziehe ich oben nochmal mit einem anderen, auch so einen ganz dünnen Pinsel nur und klein mit meinem Concealer so einen Strich hier oben und dann verblende ich das ein bisschen. Das kann ich auch irgendwann mal machen, wenn ich vielleicht eine bessere Kamera habe, um euch das besser halt zu zeigen, weil ich merke einfach, ich nehme jetzt mit meinem Handy immer... What the fuck? Ich nehme jetzt immer mit meinem Handy ins... Da ich zurzeit mit meinem Handy nämlich aufnehme,
ist das halt ein bisschen doof, sowas zu zeigen. Deswegen kann ich das später irgendwann mal nochmal machen, wenn ich dann eine vernünftige Kamera habe. Und ja, wie gesagt, also ich mache wirklich gar nicht viel, Leute. Ich brauche nicht lange, wie ihr gemerkt habt, es geht eigentlich ruckzuck. Bin innerhalb von, weiß ich nicht, also meistens brauche ich immer so zwischen 5 und 10 Minuten für meine Augenbrauen. Sagen wir so 5 Minuten. Also mit dem Konturieren und alles, 10 Minuten. Aber manchmal kriege ich das auch gar nicht hin mit meinen Augenbrauen. Aber so, ja, so mache ich sie halt jeden Tag und ich finde das Ganze auch schön. Ich finde das auch nicht zu dunkel. Ich mag das so. Ich mag eh dunkle Augenbrauen. Ja, deswegen. Mir gefällt's und das ist ja die Hauptsache. Ihr müsst das ja auch nicht so dunkel machen. Wie gesagt, es gibt ja auch diese helle Farbe, die habe ich hier. Aber das wird nicht, also meine Augenbrauen sind generell aus Natur, sind die schon etwas dunkler und das wird nicht, also es wird eigentlich gar nichts bringen. Man wird das dann noch mehr sehen, dass ich die dann gemacht habe, als wenn ich jetzt das Dunkle nehme zum Ausfüllen. Ja, das sind meine Augenbrauen. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt gesehen, es ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich halt nur die Form malen. Ihr müsst ja nicht, also was ich euch auch raten kann, ist, wenn ihr vielleicht Gel benutzt, dann kann man sich das nochmal schön, also ordentlich auf jeden Fall machen. Und dann nochmal vielleicht, wenn man Zeit hat, nochmal mit dem Concealer drüber zu gehen. Also hier über die Augenbrauen und nochmal schön das gerade malen. Dann sieht das auch ordentlicher aus und nicht so, ihr wisst schon, was ich meine. Also die Mädels wissen auf jeden Fall, was ich meine, die ihre Augenbrauen täglich machen. Ja, ich hoffe, es hat aber euch trotzdem gefallen und ihr wolltet es unbedingt sehen. Deswegen erwartet bitte nichts. Wie gesagt, so mache ich halt meine Augenbrauen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!